Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um das Thema Kündigungsschutzklage. Wie hoch sollte eigentlich die Abfindung sein? Wir haben ja zurzeit ein bisschen immer wieder, nämlich ja so Fragen auf typische Fragen, die mir immer wieder in meinem Job gestellt werden. Auf Arbeitnehmerseite ist das so eine Frage, Herr Bredereck, wie hoch sollte denn eigentlich die Abfindung sein? Auch hier im Kanal öfter. Da muss ich sagen, diese Frage ist unzulässig, denn das kann man nicht beantworten. Weil, was ist denn die Höhe der Abfindung? Woher kommt die denn? Die kommt letztendlich daher, dass man sich zunächst mal überlegen muss, was wird eigentlich mit der Abfindung, was ist das eigentlich? Ja. Ich suche da schon lange nach einer Definition. Es ist letztlich ein Risikoabkauf. Also der Arbeitgeber kauft mit der Abfindung dem Arbeitnehmer seinen Kündigungsschutz ab und da nicht, dieser Kündigungsschutz ist nicht so umrandet, dass man klar sagen kann, was der Wert ist, sondern letztendlich geht es um Risiken. Der Arbeitgeber muss sich überlegen, was ist denn, wenn ich den einfach kündige? Was passiert denn dann? Wenn da nichts passiert, weil er ein Kleinbetrieb ist, weil er einfach kündigen kann, braucht er auch keinen Grund, braucht auch keine Abfindung zahlen, wird er auch nicht machen. Wenn der Arbeitnehmer befristet eingestellt ist, das Arbeitsverhältnis sowieso endet, wird er ihm auch keine Abfindung zahlen. Er wird ihm immer dann eine Abfindung zahlen, wenn der Arbeitnehmer, wenn er damit rechnen muss, dass der Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage macht oder wenn der Arbeitnehmer das schon gemacht hat und dann vor Gericht ist. Dann wird er eine Abfindung zahlen. Aber wie hoch ist die Abfindung? Die Abfindung wird so hoch sein, wie der Arbeitgeber sein Risiko einschätzt, sein Kostenrisiko für den Fall des Verlustes. Also es spielt eine Rolle, wie dringend ist es dem Arbeitgeber, den loszuwerden. In Zeiten von Fachkräftemangel ist es oft gar nicht so dringend für den Arbeitgeber, weil er sagt, naja, notfalls beschäftige ich den weiter, ehe ich jetzt wieder für teuer Geld Fachkräfte einkaufe. Dann wird er sich ausrechnen die Prozesskosten, der Anwalt und so weiter und vor allem natürlich die ganzen Kosten, die entstehen, wenn der schon gekündigt ist, bis das Verfahren abgeschlossen ist und dann, wenn er ihn dann zurücknehmen muss, dann muss er ihm vielleicht für Monate lang Gehalt nachzahlen und das ist ein hoher Kostenfaktor. Der führt dann dazu, ne, dass man am Ende sagt, auf Arbeitnehmerseite machen wir immer ein bisschen langsam, auf Arbeitgeberseite mache ich immer ganz schnell, versuche ich immer ganz schnell einen Deal zu machen, auf Arbeitnehmerseite mache ich schön langsam und dann sage ich am Ende, rechne ich dem Arbeitgeber vor, gucke mal, ja, wir haben jetzt Gütetermin, Kammertermin, ist alles, der arbeitet jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr, der Arbeitnehmer. Wenn du jetzt verlierst, musst du ihn zurücknehmen, musst du ihm für ein Jahr das Geld nachzahlen. Abzüglich des Arbeitslosengelds, das zahlst du an die Agentur. Überlege mal, nehmen wir mal an, der verdient 5.000 Euro, ein Jahr nachzahlen sind 60.000 Euro. Stimmt das? Ja. Rechnen kann ich ja nicht. Aber das haut hin. Hatte ich schon mal das Beispiel, deswegen wusste ich es jetzt. 60.000. So, kann 60.000 nachzahlen plus 20% Arbeitgeberanteile sind 72.000. Stimmt das? Vielleicht. 72.000. Zahl doch lieber 60.000, sparst du 12.000 plus du bist mein Arbeitnehmer los. Zahl doch lieber 60.000 als Abfindung. Ja? Solche Geschichten kann man dann machen. Deswegen sind so frühe Deals auf Arbeitnehmerseite bei mir persönlich nicht so beliebt. Bei den Arbeitnehmern ist es natürlich nicht beliebt, dass ich immer so lange rumtrödel, dass ich immer so lange poker. Die sagen oft zu mir, Bredereck, jetzt mache mal, ich habe einen neuen Job, ich habe dies und das. Ja, muss man sich entscheiden. Entweder man will eine möglichst hohe Abfindung, dann muss man mit mir zocken, oder man will halt schnell raus, dann muss man mir sagen, das und das und versuchen Sie das mal und dann kann das auch klappen oder eben nicht. Ja? Wenn der Arbeitgeber merkt, dass Sie es eilig haben, lässt er sich erst recht Zeit. Wenn der Arbeitgeber merkt, dass sie es noch eiliger haben, dann wird er ihnen erst recht nicht viel anbieten. Warum soll er ihnen eine hohe Abfindung zahlen, wenn sie eh weg wollen? Das müssen sie sich immer wieder überlegen. Und diese Frage, wie hoch ist die Abfindung, ist also nicht zu beantworten. Das ist ja genau das, wogegen ich immer wetter. Dass immer vor Gericht irgendwelche Haussätze genommen werden, halbes Brutto Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr oder so. Ja, ist ja so ein Quatsch. Ja? Wenn Sie ein geringes Risiko haben als Arbeitnehmer, brauchen Sie noch nicht so eine hohe Abfindung zahlen als Arbeitgeber. Wenn Sie als Arbeitnehmer aber so eine Rechnung machen können, wie ich die gerade gemacht habe. Ja? Oder Sie wissen, der Arbeitgeber kann Sie nicht mehr beschäftigen. Der hat einfach keinen Job mehr für Sie, hat aber auch nicht ordentlich richtig gekündigt oder der hat Fehler gemacht oder wie auch immer. Warum sollen Sie sich damit so einen kleinen Betrachter abspeisen lassen, nach irgendwelchen Regelsätzen? Die verkaufen doch Ihr Haus oder Ihr Auto auch nicht nach der Schwackeliste. Klar ist das ein Anhaltspunkt beim Auto. Ja? Aber wenn Sie eine Sonderausstattung haben mit allem Möglichen drum und dran, wo, ja, oder wenn Ihr Auto Garagenwagen ist oder wenn ein anderer unbedingt Ihr Auto haben will,
Der will unbedingt Ihr Auto. Fragen Sie mich warum. Der will Ihr Auto. Und so ist es doch im Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber kann ja nur Ihnen Ihren Kündigungsschutz abkaufen. Der kann ja nicht wie beim Gebrauchtwagenkauf sagen, was, Sie wollen mir Ihren blauen BMW nicht geben? Na, holt mir einen anderen blauen BMW. Gibt es doch noch. Ja? Noch dazu, wenn es Diesel sind. Diesel gibt es doch ohne Ende im Moment. Ja? Kann der doch so nicht sagen. Der muss es doch von Ihnen abkaufen. Ist vertragstechnisch keine schlechte Situation, wenn jemand unbedingt etwas von Ihnen kaufen muss. Da kann man sich zurücklehnen. Aber man muss auch die Gelassenheit und die Ruhe haben, das zu erkennen. Und man muss dann jemand haben, der an der Seite mit einem das auch durchzieht. Das kann ich sein. Ja? Aber ich kann auch nicht zaubern. Also wenn derjenige nicht mitspielt, man ist in der Hinsicht immer nur so gut wie der Mandant. Ja? Der Mandant muss ein Zocker sein, muss gut mitarbeiten. Wobei das ist gar nicht so viel, was man da machen muss. Aber er muss zumindest sozusagen bereit sein, hier auch nach den Spielregeln das Spiel zu spielen. Er kann nicht mit mir zum Pokerspiel, Sie können nicht mit mir zum Pokerspielen gehen und das Schachbrett mitnehmen. Das funktioniert nicht. Ja, so gerne ich Schach spiele. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich immer über Daumen hoch, Kommentare. Bis dahin. Tschüss.